isst man das so. Oh, ich glaube, das lasse ich einfach zu. Aber ihr wollt es wissen, ne? Ah, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Hi, Sigi Pop hier mit dem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein MRE und zwar diesmal aus China. Ja, ein lieber Freund und alter Schulkollege, der Gensi, hat mir das heimlich zukommen lassen, hat mir eine Nachricht geschrieben, ey, ich habe noch was für dich. Und als ich an Ostern an mein Auto zurückkam, lag das Ganze auf meinem Auto. Er hat es sich mal irgendwann gekauft und hat gedacht, das wäre doch mal was, was ich mal testen sollte. Wahrscheinlich muss ich hier jetzt Versuchskaninchen spielen. Ich bin mal sehr gespannt. Das Ganze ist natürlich auf Chinesisch. Ja, da ich natürlich kein Chinesisch kann, werde ich jetzt mal den Google-Übersetzer zu Rate ziehen. Chinesisch, Deutsch, genau. Einzelner Soldat, also wahrscheinlich eine Ein-Mann-Ration, selbst erhitzendes Essen. Rezept für gebratenen Reis mit Curryhühnchen. Ehemals 4003 Fabrik der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Ja, abgelaufen ist das Ganze schon am 9. Oktober 2023. Und das Schöne ist, es ist so ein selbst erhitzendes Menü. Da ist so ein Flameless Ration Heater dabei. Gucken wir mal, was hier drauf steht. Auf der Rückseite selbst erhitzendes Essen. Die selbst erhitzende Nahrung für einzelne Soldaten basiert auf Reis, Nudeln, gebratenem Reis oder gebratenen Nudeln und wird mit einem oder mehreren Gerichten, Obstkonserven, Ergänzungsnahrungsmittel und Gewürzmitteln ergänzt. Erhitzen Sie die Grundnahrungsmittel oder militärische Lebensmittel, die nach dem Essen verwendet werden. Dann sind hier noch Angaben für die Zutaten. Ja. Und dann ist hier die Anleitung auf der Rückseite, wie man das Ganze zubereitet. Ich bin echt so ein bisschen aufgeregt. Ich liebe chinesisches Essen. Ich mache jetzt einfach nicht lang rum. Wir reißen es auf. Okay, was kommt zum Vorschein? Okay, eingetrockneter Klotz. Schauen wir gleich nochmal mit dem Übersetzer drauf. Dann, das scheint ein Keks oder sowas zu sein. Ja, das ist irgendwas Soßiges. Keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Auch noch mal was Festes. Das könnte Kaugummi oder sowas sein. Und hier ist auch noch mal so ein Soßenpäckchen. Dann haben wir hier, ist ein Löffel, eine Serviette und das sieht mir aus wie so eine Faltschale, die man auffalten kann. Und dann haben wir hier nochmal einen kleinen Beutel. Da vermute ich mal, dass das die Abmessung ist für die Menge an Wasser, die wir brauchen für den Flameless Ration Heater. Und da scheint das Essen drin zu sein. Hier hinten sieht man die Heizelemente und hier auf der Seite auch. Machen wir mal oben den Beutel auf. Okay. Und dann weiß ich auch nicht, mache ich das jetzt mal zu. Ah, oh, es wird schon warm. Oha, es geht schon ab. Guckt euch das an, das bläht sich schon auf. Okay. Oh, krass. Das ging ja jetzt schnell. Das hat jetzt keine. Oh. Krass, das geht ja richtig ab. Okay. So, es bläht sich schon auf. Das war jetzt schneller als erwartet. Ich lege es jetzt einfach mal. Ah. So, dahin. Und dann lassen wir das einfach mal vor sich hin dampfen. Guckt euch das an, wie es dampft. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, das ist der ganze Inhalt. Das Tütchen zum Abmessen und dann mehrere kleinere Tütchen mit Soßen oder sowas. Ist irgendwas getrocknete Pilze, habe ich gelesen. Irgendwas Gepickeltes, irgendwas also so Eingelegtes. Die Hauptmahlzeit und dann eben der Löffel und das Schälchen. Spannend.
wenn man einfach nicht lesen kann, was drin ist. Ja, lustig. Während das jetzt vor sich hin dampft und heiß wird, packen wir mal die anderen Sachen noch aus. Einmal das, der Löffel. Dann steht natürlich wie immer bei diesen militärischen Rationen Haufen Müll. Das ist einmal so ein kleiner Löffel, keine Stäbchen. Legen wir mal dahin. Ein Zahnstocher, eingepackt, sehr gut. Und ein kleines Tüchlein. Und dann haben wir hier, ja geil, so ein Schälchen. Und damit kann man dann entweder das Essen genießen. Ich weiß nicht, ob man das aus der Tasche da dann essen kann. Oder ob man da dann die Beilagen reinmacht. Keine Ahnung. Aber ja, ein Schälchen. Tomaten-Eitropfen. Was ist das? Puh, okay. Also das ist so ein getrocknetes Ei-Omelett, hätte ich gesagt. Oh, Pulver rausgefallen. So ein Omelett. Ja. Probieren wir dann gleich. So, das andere. Was ist das? Hühnchen-Chili-Soße, also das gehört dann zum Essen dazu. Hier haben wir getrocknete Blaubeeren. Geil. Würzige Enoki-Pilze. Gut. Ich denke auch, dass das zu dem Essen dazu gehört. Und Schokolade und Kaugummi. Ah ja, okay, das ist das Feste. Das ist Schokolade und Kaugummi. Ja, das habe ich mir gedacht. Das brauchen wir dann auch für den Schluss. Gucken wir mal, was dieses getrocknete Ei-Tomaten-Dings kann. Super salzig. Isst man das so? Oh. Super salzig. Hier unten dampft es gerade. Ich habe gerade das Päckchen mal umgedreht. Oh. Oh, kommt da Hitze raus. Wow. Also das kann man so, da beiße ich jetzt nicht nochmal ab, pur nicht essen. Da weiß ich jetzt nicht, muss das irgendwo rein? Also geschmacklich ist es gut, es schmeckt schon nach Tomate, schmeckt nach Ei, so ein bisschen fischig. Aber super salzig. Wow, machen wir einfach mal auf. Das sind, glaube ich, die getrockneten Blaubeeren. Hm, schmeckt so kandiert. So rosinenmäßig, aber halt Blaubeere. Hm, geil, hebe ich mir auf. Würzige Enoki-Pilze. Ja, bei Pilzen bin ich ja so ein bisschen. Das tue ich mir schwer manchmal. Oh. Okay. Enoki-Pilze, das sind doch diese kleinen weißen Dinger, die da so büschelweise immer. Zu kaufen gibt. Ist jetzt einfach nur so rot. Rötlich mit so einer Chili-Soße. Puh. Leicht säuerlich. Chili ist auf alle Fälle drin. So ein bisschen, vermutlich so ein bisschen eingelegt mit Essig. Aber es ist geil. Ich weiß nicht, wozu isst man das? Aber es ist auch Chili. Wenn man mehr nimmt davon, kommt auch die Schärfe. Es ist so eine dunkle, also so riecht es zumindest wie so ein bisschen so Bohnenpaste-mäßig. Na, ich krieg's nicht richtig auf. Ja. Mit so, schaut's euch an.
Und ich glaube, da ist schwarze Bohnenpaste drin. Hm, ist ganz gut. Fettig, halt sehr ölig. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch dieser Klops da. Okay. Ich wüsste, was ich glaube, was das ist. Das ist so ein Energieriegel. So wie von Conva zum Beispiel. Ja, okay, das gucken wir uns dann gleich mal an. Ja, also, oh, es ist heiß. Okay. Ja, das ist halt auch so eine Pouch. Das kennt man von den Amis und auch von den Engländern. Die haben sowas auch. Die kann man dann ins Wasser schmeißen, ins Wasserbad. Also wenn das Ding nicht funktioniert, dieser Flameless Ration Heater, dann kann man das auch im Wasserbad warm machen. Also die Pouch ist richtig, richtig heiß. Ja, hier ist die Aufreißöffnung. Mhm. So sieht's aus. Gelb. Und es riecht gut. Muss man irgendwie da reinkriegen. Hier so. Machen wir gar nicht lang rum. Schmeckt sehr gut. Also ist genau richtig von der Temperatur. Schön zum Essen. Es ist hat eine Currynote, aber anders, wie man es kennen würde, so vom Inder zum Beispiel. Das Hähnchen schmecke ich jetzt nicht raus. Ich habe noch ein bisschen was mit dem Chiliöl. Mhm. Also das finde ich geil. Ich glaube, da mache ich mir mehr von dem Chiliöl drauf. Machen wir alles drauf. Jetzt habe ich gerade beim Kameraumstellen festgestellt, dass die GoPro da unten im Zeitraffer-Modus war. Also ich habe jetzt nochmal von dem das restliche Chiliöl da drauf gemacht. Ich zeige euch nochmal das Essen, dass ihr es nochmal seht. Ich habe nochmal die ganze Chili-Soße reingemacht. Und ja, schmeckt sehr gut. Es ist ölig. Ich glaube, das ist das Hähnchen hier. Das sind die Hähnchenstücke. Ich piek's mal auf. Ja, das ist das Hähnchen. Und so kleine Fleischstückchen. Na, seht ihr das? Ja, das ist das Hähnchen. Ist ein bisschen trocken, aber ja. Mit diesem Chiliöl. Es gibt dem Ganzen nochmal so eine andere Note. Ich denke mal, dass das orangene Karotten sind. Und dann hier sind ja noch so hellere Stücke, die könnten. Das könnten Kartoffeln sein, das könnten aber auch Bambussprossen sein. Schwierig. Schmeckt nach fast nichts. So ein bisschen stärkehaltig. Und dann halt, wie gesagt, die Erbsen. Doch. Schmeckt mir. Ich mach mal von diesen Pilzen noch was dazu. Keine Ahnung, ob das so als Snack gedacht ist oder ob man das da dazu isst. Ja, die sind so eingelegt, säuerlich. Also mir schmeckt es echt gut. Spannend natürlich auch zu sehen, wie es mir einfach in 2 Stunden geht. Na, ich esse mal auf und dann schauen wir uns den Rest noch mal genauer an.
Ich habe aufgegessen. Ich fand es richtig lecker. Aber schaut mal, wie ölig diese Wanne jetzt ist. Keine Ahnung, ob das jetzt von dem Reis alleine auch so gewesen wäre oder ob das von diesem Chiliöl ist, was ich da reingemacht habe. Dann einmal ein bisschen reinigen. Also es ist wirklich nur so eine dünne Serviette. Viel machen kann man damit nicht. Und ja, hier halt ein handelsübliches Zahnstocherchen. Also was ich definitiv nicht aufessen werde, ist dieser Klops hier, dieses Ei-Dingsbums. Das ist mir zu salzig. Vielleicht kennt jemand auch diese Ration und weiß, wie man das, ob man das vielleicht irgendwie zerbröseln muss und mit Wasser irgendwie rehydrieren muss. Weiß ich nicht. Würde ich sagen, nochmal die Blaubeeren als kleinen Nachtisch. Also, die sind richtig geil. Schön süß, aber halt säuerlich, so ein bisschen pflaumig schmeckt es. Wie so getrocknete Pflaumen. Rosinig. Geil. Ach, süß. Der Kaugummi. Denk mal an, dass es Minze ist. Und dann zwei so kleine Goldbarren als Schokolade. Wollen wir mal eins probieren. Ja. Ja, es scheint so ein bisschen, es ist keine Vollmilch, so dunkle Schokolade. Also dunkler. Ihr hört es, ist relativ hart. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre die so ein bisschen parfümiert. So, weiß nicht, blumig. Kann es sein, mit so, wie so, als wäre da so. Schwer zu sagen. Kann man gut essen, ist nicht die leckerste Schokolade. Aber um so das Süße, das Salzige ein bisschen wegzukriegen und was Süßes zu haben, absolut ausreichend. Ja. Ach ne, kennt ihr diese wie nennt man das denn? Es gibt doch diese Eissorten, Bum-Bum mit diesem Kaugummi-Stiel oder diese roten Bazooka-Chows, was früher gab. So in die Richtung geht es. Es ist Wintergreen. Süßling. Es ist nicht so ganz minzig, leicht fruchtig. Ja, und hier das Letzte, was noch übrig ist. Ich glaube, das lasse ich einfach zu. Aber ihr wollt es wissen, ne? Ah, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ich schätze mal, dass das so eine... Was stand da drauf? Wo ist mein Telefon? Na komm. Nach Übersetzung. Mehrdimensionaler Energieriegel Rosine. Ach so. Ja, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht. Naja, was soll's. You only live once. Ist wahrscheinlich furztrocken und staubig. Puh, ja. Es riecht so ein bisschen... Ja, richtig lecker riecht's nicht. Kann man nicht definieren. Also schmeckt nicht nach Rosine. Also zumindest schmecke ich keine raus. Was war da drin? Weizenmehl, Palmöl, Weißzucker, Sojaproteinsalat.
Vollmilchpulver, Rosinen, Glucose, Multivitamine, Multimineralien und Backpulver. Nee. Aber das schmeckt nicht eklig. Es ist auch nicht wirklich süß. Es geht vom, also so wie trocken es ist. Ja, ich nehme es mal mit. Ja, wie gesagt, ein Haufen Müll, aber das ist bei diesen Rationen immer so. Der FRH, dieser Flameless Ration Heater, der hat richtig gut funktioniert. Der ist immer noch knackenheiß, kann ich nicht anfassen. Ich meine, das war jetzt nicht alt, ne? Das war jetzt abgelaufen letztes Jahr, vor 4, 5 Monaten. Ein bisschen ein halbes Jahr. Bei den MREs von den Amis, da hat man das manchmal, wenn die älter sind, dass die da nicht so richtig aktivieren. Übrigens ein kleiner Tipp, sollt euer FRE mal nicht richtig zünden, macht noch ein bisschen Salz rein. Das aktiviert das Ganze nochmal. Ja, es riecht strange. Ich will es auch gar nicht eigentlich anfassen. Das ist bestimmt irgendwas Chemisches. Keine Ahnung, was die da reinmachen. Also das ist eigentlich immer so eine Art Löschkalk. Keine Ahnung, ob das bei den Chinesen auch so der Fall ist. Aber es ist halt immer noch heiß. Und das Essen war auch wirklich, also wenn ich es noch länger drin gelassen hätte, wäre es vermutlich noch heißer geworden. Es war aber perfekt zum Essen. Ja, alles in allem war es doch richtig lecker. Die Hauptmahlzeit war richtig lecker, war auch richtig viel. Ich bin jetzt satt. Dieser Nachtisch, diese kleinen Blaubeeren waren auch sehr lecker. Die Pilze waren okay, diese Chilisauce war gut. Dieser komische Eiriegel, der ist mir zu salzig. Und dieser Energieriegel jetzt gerade am Schluss, ja, der hat keinen wirklich guten Geschmack, aber schmeckt dabei nicht schlecht. Und Schokolade und Kaugummi war Standard. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Reinschauen. Dir, Gensi, nochmal vielen, vielen Dank, dass du mir geschenkt hast. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Halte die Ohren steif. Bis dann. Ciao. Ich glaube, ich beiß nicht nochmal ab.